Wir befinden uns in der heroischen Version der Skullomance. Die wird ja mit Mists of Pandaria neu aufgelegt. Und hier haben wir uns gleich den ersten Boss geschnappt. Das ist Ausbilderin Kaltherz. Die ist relativ schnell nach dem Eingang, kommt man schon zu ihr. Man beseitigt vorher ein paar Hits, aber das war es dann auch schon. Ja, kommt direkt in dem ersten Raum, der ja in der alten oder der noch aktuellen Version der Instanz nicht wirklich einen großen Zweck hat, außer dass da Trash-Gegner drinstehen. Mhm. Ob man, glaube ich, die Questbücher da findet, ein paar davon. Aber in der neuen Version direkt der erste Boss. Die Hauptfähigkeit sieht man da schon relativ gut, kann man sich denken. Kommt so angeschlichen. Eiswand rückt immer näher, will man sich entsprechend nicht zu viel Zeit lassen mit dem Kampf. Denn auch die möglichen Fluchtwege, die es vielleicht gegeben hätte, sind blockiert. Ja, das gibt es aber auch nur in der ersten Phase. Da müsst ihr halt schauen, dass ihr die Kaltherze vorher erledigt. Da gibt es auch ein paar Frostattacken, da solltet ihr nicht zu nah beieinander stehen. In der zweiten Phase, die seht ihr hier, müsst ihr das Phylakterium noch erledigen, wie das bei Lichen so ist. Und währenddessen fliegen da ein paar Bücher durch die Gegend und macht spannende Sachen. Ja, beispielsweise verbrennen und verschatten und bisschen chaotisch in der Phase. Man kann versuchen, denen so ein bisschen auszuweichen, wenn man einen so anfliegen sieht, ist aber so ein bisschen zwecklos irgendwie auch. Ja, da ist eher so Augen zu und durch, auf das Phylakterium draufhauen und dann es möglichst schnell besiegen, damit man auch die Beute einstreichen kann. Und natürlich, damit die Bücher verschwinden. Da gibt's Beute und wir widmen uns auch schon gleich den zweiten Kampf. Die Instanz ist ein bisschen anders aufgebaut. Nach dem ersten Bosskampfraum kommt ihr quasi in den zweiten Raum, wo der zweite Boss drin ist. Und das ist Jendis Barov. Die kennt man schon quasi. Nur ein bisschen anders. Ja, ist grundsätzlich vom Kampfablauf her aber immer noch sehr ähnlich. Die gute hantiert immer noch mit Illusionen von sich. Das sieht man jetzt gerade. Das sieht man jetzt. Da muss man eben rausfinden, welches die richtige Jendis ist. Ja. Sobald man die dann nämlich angegriffen hat, geht der Kampf weiter. Wenn man Pech hat, findet man lange Zeit nicht die richtige und prügelt sich von Illusion zu Illusion zu Illusion. Also für die Dungeon-Herausforderung könnte das ein bisschen lustig werden, wenn man quasi mit dem Timer im Nacken versucht herauszufinden, welche denn die richtige Jendis ist. Die richtige Jendis hat sich währenddessen auch quasi versteckt und castet diesen Illusionswirbel. Das sind diese arkanen Geschosse, die ihr da seht. Die machen auch ein bisschen Schaden, also man möchte schon dafür sorgen, dass diese Phase relativ schnell vorbeigeht. Ja, ansonsten hat man da gerade noch gesehen, in ihre Blickrichtung macht sich noch wieder so eine arkane Schockwelle. Für den Großteil der Gruppe wahrscheinlich besonders interessant. Für den Tank, der muss dann eben auch kurz hinter sie laufen. Sie dreht sich da auch nicht mit dem Tank mit. Also ist an sich noch eine relativ einfache und harmlose Mechanik. Da rechts habt ihr gerade den Böckel gesehen, dann wollt ihr auch nicht drin stehen, weil dann leidet ihr unter Disorientierungseffekten. Ja, dieses grüne Ding zieht auch immer einen Spieler zu sich hin, da läuft man dann entsprechend wieder weg. Jo. Und ansonsten wirbelt sie wieder, da wieder den richtigen rausfinden. Diesmal ging es ein bisschen schneller. Und dann hat man sie quasi bald auch schon besiegt. Ist nicht sonderlich gefährlich, aber natürlich. Da sieht man jetzt die Schockwelle nochmal ganz gut. Für die Heiler ein bisschen anstrengender, wenn dann die ganzen geisterhaften Erscheinungen da sind, würde ich sagen. Beziehungsweise es zieht kein Spieler zu sich hin, es stößt den Spieler weg, an dessen Stelle es erscheint. So rum war das. So rum war das. Wie auch immer, fernbleiben. Haben wir es, richtig. Jetzt haben wir es. So, und da ist Jendis tot. Und hinterlässt natürlich auch ein schönes Beutestück. Hier schauen wir uns gerade den Trash im nächsten Raum an. Da wartet auch quasi fast schon der nächste Boss auf uns. Das wäre dann Blutrippe, aber vorher gibt es da dieses kleine Event. Man muss hier Skelette bekämpfen und besiegen. Und dann ist da Gendling, den kennt man ja als Endboss. Ja, der hat so ein bisschen Trash-Talk mit Lillian Voss. Das ist ein Charakter, den kennen alle, die die neue Cataclysm-Fassung des verlassenen Startgebiets gespielt haben. Ja, und sobald ihr den ganzen Trash im Raum besiegt habt, seht ihr Blutrippe erscheinen. Der hat auch ein paar Fähigkeiten. Am interessantesten finde ich persönlich auch so für den Tank, ist das Rosten. Das sorgt dafür, jedes Mal, wenn er mit einem Nahkampfangriff trifft, der Blutrippe, dann macht er mehr Schaden, 5%.
wird aber auch 5% langsamer. Also jedes Mal, wenn er zuhaut, kriegt er dann so einen Buff. Der ist auch stapelbar und dann sieht das dann in etwa so aus, dass er dann langsamer zuschlägt, aber mehr Schaden macht. Das Ganze kann man auch ein bisschen abfangen, denn ihr seht beispielsweise bei den ganzen kleinen Gräbern liegen so Knochenhaufen. Die glitzern, die kann man einsammeln und dann hat man eine Knochenrüstung, die kann beispielsweise Schaden abfangen. Einmal natürlich von Blutribbe selbst und einmal auch von seinem Knochenstachel, den er zufällig herbeiruft und damit Leute wegschleudert und auch Schaden verursacht. Ja, liegen eigentlich genug rum. Kann man auch schon für die Trash-Gegner vorher nehmen, falls man da irgendwie Probleme haben sollte, dürfte aber eigentlich nicht der Fall sein. Ich hatte ein paar, weil ich nämlich die Aggro von ein paar Skeletten hatte. Man muss natürlich schon seine Klasse auch spielen können und Gruppen, die nicht spielen. Wenn man das nicht macht, dann braucht man vielleicht so ein Schild. Ja, also normalerweise, also insgesamt muss man sagen, wirklich schwer jetzt zumindest in der Beta ist Golo waren es nicht. Die Charaktere waren jetzt natürlich einigermaßen gut ausgestattet, werden aber ja auch ohnehin in der Beta runterskaliert. Muss man gucken, wie das auf die Live-Server kommt, aber wirkliche Probleme hatten wir jetzt mit der Gruppe zumindest nicht. Nee, hier haben wir ganz besondere Gegner in dem Raum hinter dem dritten Boss. Da sind diese Monstrositäten, die lustige Blobs an Armen und Beinen und am Kopf hängen haben. Ja, da ist man mitunter so ein bisschen verwirrt, wenn man die zum ersten Mal trifft. Wir hatten auch jemanden in der Gruppe, der so ein bisschen doof geguckt hat. Die selber anzugreifen hilft nicht viel, weil die heilen sich. Man muss eben diese 5 pro Körper sind ja Geschwüre, Ekligkeiten, wie auch immer, angreifen. Und dann laufen die Herrschaften so langsam aus. Und wenn man alle 5 geschafft hat, dann fallen sie tot um. War in der Beta für Nahkämpfer ein bisschen schwierig, weil an das Ding am Kopf zum Beispiel bin ich partout nicht rangekommen. Ja. Auch nicht mit Springen. Ich hoffe mal, das ändert sich fürs Live-Spiel noch. Und gleich um die Ecke gibt's noch einen Kampf, nämlich den gegen Lillian Voss. Gleich doppelt und dreifach gegen Lillian Voss. Ja, die kämpft natürlich nicht freiwillig gegen einen. Eigentlich hat sie ja etwas gegen den Herrn Gentling. Aber der benutzt sie hier, um sie gegen die Spielergruppe kämpfen zu lassen. Ja. Da springt sie zum Beispiel hin und wieder mal Charaktere an. Da sieht man es jetzt. Zack, 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 zack. Und macht ein bisschen Aua. Schnetzel, bisschen Schnetzel. Ist untertrieben. Ansonsten ist, also in der ersten Phase hier ist es vor allem für Nahkämpfer eher am nervigsten, irgendwie an ihr dran zu bleiben, weil das nicht ganz so einfach ist. Das ist ganz besonders schön, finde ich persönlich. Ihr müsst euch da bewegen aus den Tränen heraus und natürlich das so koordinieren, dass ihr mit 5 Spielern gleichzeitig nicht den ganzen Raum fest, also euch nicht gegenseitig in eine Ecke spielt. Ja, für ein paar Sekunden, während man den Effekt hat, hinterlässt man eben da, wo man steht oder entlangläuft, die hübschen Flecken hier. Auf einer Stelle stehen bleiben ist keine gute Idee, weil man möchte da nicht drin stehen. Ja. Und entsprechend will man das auch so ein bisschen verteilen, dass danach noch Raum übrig bleibt. Damit auch jeder irgendwo noch ein Plätzchen findet, wo nicht die böse Suppe rumliegt. Ihr habt ja gerade gesehen, Lillian wurde von ihrer Seele getrennt. Gentling hat das zu verantworten. Und die Seele ist quasi hat die zweite Phase. Die fixiert einmal ihren Ärger, das hat man gerade eben gesehen. Da rennt die Seele einem ausgewählten Charakter hinterher, wird auch angezeigt, welcher das ist. Und der muss dann quasi weglaufen, weil ein Tank kann beispielsweise Lillians Seele dann nicht abspotten. Und gleichzeitig natürlich auch noch lustig durch die Gegend rennen wegen dieser hübschen Tränenkugeln. Ja, aber der Kampf wird noch chaotischer. Wenn man die Phase nämlich durch hat, dann gibt es Phase 3 und die kombiniert beides. Ja. Eigentlich habe ich gelesen, im Dungeon Journal sollte es nur die Fähigkeiten aus der ersten Phase geben. Wir hatten die Fähigkeiten aus der ersten und der zweiten Phase. Wir denken uns einfach mal, es gehört so. Ja, ist jetzt in der Beta fragt man sich öfter mal, ob jetzt der eigentliche Kampfablauf recht hat oder ob das Dungeon Journal recht hat. Auch in den Raids gibt es da teilweise noch Unterschiede. Also ich glaube, der Kampf, so wie wir ihn jetzt in der Instanz erlebt hatten, dass die dritte Phase quasi nochmal beide kombiniert, sowohl mit ihr als auch mit ihrer Seele, mit den jeweiligen Fähigkeiten, macht schon irgendwie Sinn. Wirkte irgendwie so für den Kampf schlüssig und war jetzt auch nicht unmöglich schwer. Insofern würde ich mal davon ausgehen, dass das schon so gedacht ist. Wir haben uns gedacht, wir zeigen euch noch einen kleinen Zwischenboss, den Professor hier. Der ist nicht besonders spannend, also der macht
Giftschaden, wie man sieht, und spuckt ein bisschen Feuer. Das Ganze findet in dem Raum statt, in dem vorher auch die ganzen Schüler rumgehängt haben. Nur diesmal sieht er ein bisschen aus wie ein Vorlesungsraum. Und der Gute hat ein interessantes Elixier, das er auf seinem Tisch abstellt, beziehungsweise das auf seinem Tisch steht. Das möchte man dann doch gerne mitnehmen für den Endkampf, nämlich gegen Gendling. Das sorgt nämlich dafür, dass zufällig Schaden gewirkt wird auf Gendling und seine Kumpanen. Naturschaden, ja, also zufällig außerdem ausgelöst wird. Sieht man lustig aus. Ja, genau. Ja, der Boss hier selber, die grüne Gipfelpfütze nicht drinstehen und später verwandelt er sich dann hier in den gar nicht mehr hübsch anzusehenden Golem und greift dann auch zufällig Charaktere an. Ist aber auch nicht so super schwer. Ein Tipp noch für das Wegräumen des Trashs hier in dem Raum, tatsächlich Pack pro Pack vorgehen. Nicht alles auf einmal ist gefährlich. Wenn man zu viele auf einmal probiert, dann hilft auch irgendwann das tollste Equipment nichts mehr. Wir haben es ausprobiert. Ja, wir haben Erfahrung. Und dann sind wir schon beim Endkampf gegen Gendling. Ja, diese ganzen, das muss man auch kurz sagen, diese ganzen Mini-Bosse in den Extra-Räumen, die sind weg. Nee. Man wird in die Räume noch rein teleportiert, oben eben, aber auch das kennt man schon von Gendling, dann sich gegen so ein paar Zombies zur Wehr setzen zu müssen. Wenn man alle getötet hat, geht die Tür wieder auf und man kommt zurück. Aber man muss die Räume vorher eben nicht mehr leer räumen. Ja, man sieht hier gerade, ich war etwas verwirrt, ich konnte mich nicht ganz entscheiden, ob die jetzt so gefährlich sind oder nicht. Deswegen bin ich etwas kopflos durch die Gegend gerannt. Aber die Zombies sind relativ harmlos. Ja. Und sobald sie besiegt sind, ist wie gewohnt das Tor wieder offen. Ich glaube, der Paladin ist es, der war auch etwas verwirrt, was ich dann plötzlich da hinten gemacht habe. Der kannte das vermutlich noch nicht so ganz. Aber auf jeden Fall kann man dann wieder zu Gendling zurück und in den Kampf eingreifen. Er ruft dann auch, wie man sieht, ein paar Ghule herbei. Ja, ich dachte zuerst, ach, der Todesritter wieder, bis wir einfiel, wir haben gar keinen Todesritter dabei. Ja, die Ghule sind von Gendling. Ja. Die möchte man auch gerne umhauen, denn solange er sie beschwört und sie da sind, nimmt er 50% weniger Schaden. Das heißt, da macht es Sinn, sich auf die Ghule zu konzentrieren. Ansonsten hat er noch ein paar Hexenmeister-Zaubersprüche drauf. Das Verbrennen, den Feuerbrand, allerdings jetzt nichts wirklich Bahnbrechendes. Die interessanteste Mechanik an dem Kampf ist tatsächlich immer noch, dass ein Spieler, ein zufällig ausgewählter Spieler, einfach weggeportet wird und sich dann gegen Massen von Zombies durchschlagen muss. Ja, alles machbar, schlägt auch so in die Kerbe der heroischen Instanzen, die ja mit Mists of Pandaria ganz bewusst nicht mehr so schwer sein sollen, wie sie zu Cataclysm am Anfang waren. Kann man jetzt geteilter Meinung sein, Skolomance dürfte ruhig ein Tick schwerer sein für meinen Geschmack, aber davon abgesehen ist zumindest grundsätzlich die Überarbeitung, ein schwieriges Wort, sehr gelungen, glaube ich. Ja, sieht auch sehr viel schöner aus, finde ich. Also die Instanz sieht besser aus, der Trash ist deutlich spannender, Bosse sind sinnvoller platziert, also gelungene Überarbeitung.